Ja, jetzt nochmal herzlich willkommen aus der Energieverbund Arena zum 8. Spieltag in der DL2 zwischen Dresden und Ravensburg. Aber Sarnik gut dazwischen gekommen, 3-0. Sarnik, guter Pass vor Tor und dann pariert Rico Elenius mit der Matte. Ja, Riesenmöglichkeit für Matthew Pompey. Knackstedt, guter Pass auf Evan Trapp. Oh, Riesenmöglichkeit für Dresden, aber Evan Trapp direkt in die Fanghand von Olavo Schmidt. Oh, hoher Stock von Christian Neuertz. Boah, schlechter Wechsel von Dresden. Drindl mit der Möglichkeit. Tor! In die obere linke Ecke gezogen von Andreas Drindl. Ja, der clever für Topscorer der Tower Stars zum 1-0. Aber bitte schau dir den Wechsel an. Also schlecht gewechselt von Dresden. Da sehen wir Nick Hürth und René Kramer kommen von der Bank. Ja, und direkt unter die Latte von Andreas Drindl mit seinem 6. Saisontreffer. Ah, Drindl lässt sich die Chance natürlich nicht nehmen. Drindl wieder. Oh, guter Schuss von Sarnik. Und auch dieser landet im Tor. Und damit das 2-0 für Ravensburg. Aber auch gutes Auge da von Andreas Drindl. Ja, ganz feiner Pass. Da bin ich ganz bei dir. Da kommt er an die Scheibe. Ja, und Sarnik da allein auf weiter Flur, zentrale Position. Neuert, Zwinnen. Bringt die Scheibe wieder in das Land. Aber was für ein Save von Olaf Schmidt. Möglichkeit nochmal für Evan Trapp. Aber auch solche Schüsse aus Ohr sind sehr, sehr gefährlich. Gerade auch, weil im Ohr der Gleichgewicht liegt. Riesenchance jetzt für Dresden durch einen Bandenfehler da. Olaf Schmidt war schon unterwegs aus seinem Tor raus, hinter das Tor. Ja, aber definitiv bin ich bei dir. So eine schwarze Hartgummischeibe möchte ich auch nicht unbedingt im Gesicht abbekommen. Bei den meisten Spielern sind diese eben ab. Ja, hier sehen wir es gerade nochmal, der Bandenfehler. Ja, dreht er nochmal ab. Hanusch. Knackset aus spitzen Winkel schießt er seinen eigenen Mann ab. Der bleibt auch direkt am Tor liegen. Möglichkeit jetzt für Drindl. Ah, jetzt Begegnung unterbrochen. Also da hat es den Dresdner Spieler böse erwischt. Ah, Tom Knobloch ist es. Oh, der bekommt die Scheibe, glaube ich, da in die Weichteile. Oh, entsprechende Reaktion. Das war schön zu sehen, dass Tom Knobloch aus eigener Kraft aufstehen und zur Bank fahren kann. Boah, wieder Abstimmungsfehler. Will da zurück an die blaue Linie legen, aber da war Hanu schon zu zentral gewesen. Und dann der Fehler von Steve Hanusch, das 3-0 für die Tower Stars, die den Deckel hier drauf machen. Yannick trifft zum 3-0. Und natürlich bitter aus Sicht von Steve Hanusch, der ja diesen groben Schnitzer macht. Und damit die Niederlage der Dresdner hier besiegelt. Elenius, ah, bringt die Scheibe da nicht so wirklich aus der Gefahrenzone. Lavallee, Ritter, 5 Sekunden noch. Und damit gewinnen die Ravensburg Tower Stars am 8. Spieltag hier in Dresden mit 3-0. Olaf Schmidt mit einem Shootout